herzlich willkommen zu den neuen Begebenheiten. Heute wird es ein bisschen brenzlig, heute wird scharf geschossen, heute wird, heute wird DDR 8.0 ausgegraben, heute wird der, also ihr glaubt es gar nicht, ja, und trotzdem ist es schön hier. Und fangen wir doch einfach mal an mit der ersten Geschichte, die ist noch relativ harmlos. Wir hatten mal eine Hilfe im Haushalt, ganz am Anfang. Eigentlich war ich der Meinung, wir tun da jemandem den Gefallen. Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass da Menschen in meinem Haus rumlaufen, die mir putzen oder mir irgendwas kochen oder so. Also das schaffen wir noch selber, wir sind noch alt genug. Und damals aber war es so. Und die Dame, die da kam, die hatte einen kleinen Jungen und die meinte dann immer so, ja, sie weiß nicht wohin damit, soll ich und nimm halt einfach mit. So, und irgendwann, da wusste ich noch nicht, dass die Tansanier eigentlich von Tieren überhaupt keine Ahnung haben oder von irgendwelchen sonstigen Schweinereien hier. Auf alle Fälle kam tatsächlich, ist so ein Bienenschwarm gewesen, ja, so, die haben so Häuser gebaut, waren aber irgendwie nicht Bienen, die waren irgendwie langer Körper, große Flügel, aber irgendwie haben die nicht ausgesehen wie Bienen. Also habe ich nachgehakt und habe gesagt, Mensch, sag mal, ist das Ding hier gefährlich, ja oder nein? Und dann nimmt die einen Besenstiel, haut da drauf wie eine Weltmeisterin. Die Bienen oder bienenähnlichen Teile sind natürlich da raus aus dem Haus und sind auf uns losgestürmt. Sie zieht mich rein, sie geht selber rein und macht die Tür zu. Aber ihr Kind war noch draußen. Tja, und das war eins der größeren Probleme. Die hat ihr Kind geopfert. Ja? Das Kind war voll umgeben mit diesen Bienen. Ich bin dann natürlich rausgegangen und haben dann wieder reingeholt. Muss aber sagen, diese Tiere sind absolut harmlos. Die sind tatsächlich Bienenarten, haben auch einen Stachel, aber die stechen also nur in ganz seltenen Fällen. Und dass sie da nicht gestochen haben, das wundert mich sehr. Sehr. Ja. Sehr. Ja, Entschuldigung. Sehr. Sind wir von so einem kleineren Dorf in die Stadt gefahren, haben dazu einen Kleinbus, einen Coaster benutzt. Ja, und dieser Coaster hatte ein kleines technisches Problem. Das heißt, er konnte zwar bremsen, aber die Gangschaltung funktionierte nicht. Immer wenn er stehen geblieben ist, hat es ungefähr 15 Minuten gedauert, bis der Fahrer wieder den Gang drin hatte, dass er weiterfahren kann. Irgendwann hat dann dieser Fahrer sich dazu entschlossen, nicht mehr stehen zu bleiben, dann passiert sowas auch nicht. Also sind wir durch die ganzen kleinen Dörfer gefahren und jetzt müsst ihr euch das folgendermaßen vorstellen. Da steht die Oma, die muss in den Bus. Tja, und dann macht einer die Tür auf, hängt sich raus, hängt die Hände dahin und sagt, Oma, komm. Und fängt dann die Oma mit der Hand auf und zieht sie hoch während der Fahrt. Der Langsamfahrt, aber trotzdem. Was die Busse auch machen, ist hier Material mitnehmen und auszutauschen. Zum Beispiel sind dann irgendwelche leeren drei Soda- oder Bierträger draußen und die müssen dann aufs Dach rauf. Also während der Fahrt ist da auch einer aufs Dach geklettert und dann wird einfach außen, springt einer ab vorher, nimmt diese Kisten, schmeißt sie hoch, der andere fängt sie auf, verzurrt sie und der sie hochgeschmissen hat, der läuft den Bus wieder weiter und hüpft dann wieder rein. Beim Aussteigen war es nicht anders. Das heißt, wir haben tatsächlich dann die ganzen 20 Kilometer bis zur großen Stadt, dort ist er dann doch stehen geblieben, die ganzen 20 Kilometer liefen genau so ab. Ich finde, so etwas muss man einfach mal erlebt haben, sonst glaubt es, das ist sonst nicht Afrika. Eine weitere Busfahrt war, glaube ich, sogar vorher. Da sind wir mit dem Bus, ich weiß nicht, ich glaube Richtung Wanga gefahren, irgendwo wollten wir hin, das war auch so ein Coaster. Natürlich hat dieser Bus keine Toilette drin. Also was machen? Meine Frau musste mal aufs Klo. Ja, und da gibt es nur eins, du gehst einfach hin und sagst dem Fahrer Bescheid, und zwar lautstark von hinten nach vorne rufend, meine Frau muss aufs Klo. Es hängen sich sowieso sofort 3, 4, 5 andere Mädels mit dran.
Und was macht der Busfahrer? Der Busfahrer macht einen kleinen Umweg, wo er weiß, da gibt es öffentliche Toiletten, bleibt einfach dort stehen und wartet brav. Könnt ihr euch so einen Bus vorstellen in Deutschland? Also es sind hier schon fast DDR-Methoden. Ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen. Du bist irgendwo die ganze Woche unterwegs oder 3 Wochen lang unterwegs, immer woanders. Und dann triffst du einen Freund von der Migration, und der sagt, na, wie war es denn am Sokoku? Also, wieso am Sokoku? Ja, da war ich mal, wieso? Ja, du hast das rote T-Shirt angehabt und du hast rote Paprikas und gelbe Paprikas gekauft. Oh, ja, stimmt. Ja, und wie war es denn dann so, na, wieso läufst denn du mit deinem Handy vor deinem Bauch so hin durch die Straßen? Ja, da habe ich ein Street View gemacht. Ja, ja, und zwar da und da und da. Und dann kommt sowas wie, du hast ja letztens da im Supermarkt gekauft, das ist viel zu teuer, das kannst du da und da billiger kaufen. Und so könnte ich jetzt weitere 20 Beispiele nennen, wo der Mensch mich angesprochen hat, was er über mich wusste. Also ich sage mal, stehe ich hier unter Beobachtung oder wie ist das hier? Tatsächlich stehe ich nicht unter Beobachtung, sondern es war wirklich Zufall. Es sind die Leute, sind irgendwie allgegenwärtig hier. Überall, wo ich war, war der eben auch, der wusste, in welchem Restaurant ich war und so weiter. Das Einzige, was sie nicht machen, ist dann hinzugehen und zu grüßen, weil sie eben gerade selber inkognito rumlaufen. Ja, das sind von der Immigration, die suchen da nach illegalen Leuten und da lassen sie sich nicht zu erkennen geben, und ich habe auch keinen gesehen. Ich habe sogar meine Videos nochmal durchgeguckt, ob ich den irgendwo finde, wo der mich gesehen hat, aber nein. So, das ist hier tatsächlich, Big Brother is watching you, aber auf eine nette und liebenswerte Art und Weise. Einen Fundi Yaumeme, das ist ein Elektriker oder Elektroniker, und ich durfte einmal sehen, wie die Preisgestaltung da abläuft. Also da kam jemand, hat so eine, ich sage jetzt mal Beatbox, ja, so eine halbe Stereoanlage gebracht und Verstärker halt. Und er macht das auf, er guckt da rein, er misst nicht lange, er sagt, ja, die 2 Transistoren sind kaputt, die müssen gewechselt werden. Und der Kunde fragt, wie teuer ist das? Ja, sagt er, ich verlange 2000, vielleicht 3000 von dir, und die Transistoren kosten beide zusammen 7000 Schilling. Ja, sagt er, okay, dann reparier das. Und ich musste mit dem Fundi in die Stadt wegen einer ganz anderen Geschichte, und er sagt dann, ja, er muss noch den Transistor kaufen. Geht in ein Geschäft mit mir rein und sagt, ja, er braucht 2 von diesen Transistoren. Und der Verkäufer sagt, ja, einer kostet 12.000. Dann sagt er, nee, das geht nicht. Ich habe meinem Kunden gesagt, er kriegt es für 7.000, also brauche ich das Ding jetzt für, ja, maximal 7.000. 6 wäre mir lieber. Ja, und dann wurde ihm das Ganze für 6.500 Schilling pro Transistor, für beide Transistoren verkauft. So läuft hier die Preisgestaltung. Man schätzt einfach und sagt danach, ich habe mich verschätzt, du musst es mir billiger geben. Ich bin ja von Haus aus ein neugieriges Bübchen. Und ich war mal, schon ganze Zeit her, ich war mal mit meinem Freund Willi unterwegs. Und wir sind ja da zu einer Stelle gekommen, da war ziemlich was los, da war ein Riesenaufwand und ja, und ich habe gefragt, was ist das? Dann sagt er, ja, das ist eine Polizeischule, die lernen dort, wie man Zugriffe macht bei Entführungen zum Beispiel. Und so, kann man sich das mal anschauen? Ja, sagt er, fragen wir halt, und dann sind wir da rein. Du musstest natürlich dein Handy abgeben, du darfst das nicht filmen, du darfst es auch eigentlich auch nicht mal kommentieren richtig. Und du darfst nicht sagen, wo es genau ist. Also eigentlich darfst du gar nichts. Aber ich habe mir das angeschaut und ja, ich muss sagen, das sind dann so Häuser. Diese Häuser sind aufgebaut wie jedes andere Haus hier auch, also mit dem Blechdächen, mit Wellblechdächen, Dächer drauf. Ja, eine ganze Siedlung eigentlich, mit Wäscheleinen, die auch behangen sind, mit Fahrrädern, die da rumstehen, mit Autos, die rumstehen, also alles Mögliche. Und dort wird dieser Zugriff eben geübt.
Ich habe mir das angesehen und ich muss sagen, ich möchte nicht der Bösewicht sein, weil die gehen da schon richtig ran. So, und was auch interessant war, es gab auch so ein Trainings weiter hinten, also hinterhalb der Häuser gibt es so ein Trainingsgebiet. Und da sind zum Beispiel Stacheldrähte ganz knapp über dem Boden und die müssen da unten durchkrabben, während gleichzeitig jemand auf sie schießt. Und das war echt interessant. Neben mir, der hat geschossen und am Boden, an der Erde, siehst du so, wusch, wie die Erde da hochgeht. Und dann sage ich, hey, wie macht er das? Ja, weil das so zeitgleich ging. Habt ihr da so einen Sender oder wie läuft das? Also, wieso Sender? Sag ich, ja, habt ihr da irgendwie einen Sender, der dann in der Erde, sind ja so wahrscheinlich Patronen versteckt. Und nee, sagt er, das ist ein echtes Gewehr und wir schießen echt. Und da wurde es mir wirklich anders und ich muss sagen, okay, ich habe auch gefragt, ist da schon mal jemand getötet worden? Nein, ist noch nicht passiert. Ist noch nicht mal einer verletzt worden, außer am Stacheldraht dann, weil er sich erschrocken hat. Aber die schießen natürlich nicht richtig auf den, aber die sollen halt den Ernstfall kennenlernen, wie das unter Beschuss ist. Und ich muss sagen, diese Ausbildung, glaube ich, habe ich in Deutschland so noch, glaube ich nicht, dass es gibt. Ich weiß es nicht, ja? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber da war ich schon etwas geschockt, wie ich gesehen habe, der schießt jetzt da neben mir echt auf diese Menschen, die da unten unterm Stacheldraht robben. Gut, das war jetzt das sechste und letzte Kapitel für heute. Ich glaube, diesmal war es ein bisschen länger alles. Ich wünsche euch jetzt bis zum nächsten Begebenheiten-Video. Alles Gute, macht's gut, ciao.